viele von uns heute, wenn er beschimpft wird, wenn jemand ihn einengt, wenn irgendwas, flippte er direkt aus, machte. Rasul wurde beschimpft, er hat das mit seinen eigenen Ohren gehört. Da sagte, anstatt Mohammed haben sie gesagt, Musammam. Musammam, so der viel, den man viel über ihn spottet, sozusagen, kann man sagen. Und er lacht sich kaputt, so sagte er, sagte, guck dir die Armen, guck dir die Armen. Sie beschimpfen Musammam und ich bin Mohammed. Sallallahu alaihi wasallam. Guck mal, mit wie viel Weisheit er an die Sache rangeht. Unser einer heute, wenn jemand ihm sagt, wir erleben das ja viel. Die Brüder, die Bart heute haben und so. Ha? Der geht einkaufen, irgendjemand guckt ihn böse an und sagt, guck mal, Bin Laden. Was hast du gesagt? Das gebührt einem Muslim nicht. Subhanallah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hört das mit seinem eigenen Ohr und lacht darüber. Warum? Bist du stolz, das zu sein? Bist du es? Oder bist du es nicht? Dann trag das mit Izza. Mit Izza. Ein Mann wollte prüfen, ob die Muslime stolz sind, Muslime zu sein. Kommt in die Moschee rein, mit einem Schwert in seiner Hand, steht da am Eingang und ruft da zu den Muslimen, wer ist unter euch ein Muslim? Bleib ruhig, sag nichts. Ein junger Mann steht auf und sagt, ich. Sagt, komm mit mir raus. Hatte ihn draußen so eine Kuh, ein Geschenk. Sagt er, das ist ein Geschenk für dich. Er hat sie geschlachtet. Yalla, Bismillah, das ist ein Geschenk für dich. Kommt wieder in die Moschee rein, Schwert voller Blut. Wer ist unter euch ein Muslim? So. Plötzlich sitzen hier zwei Leute. Sagt der eine so, guckt er ihn an. Sagt er, ich bin kein Muslim. Aber hier der Imam. Das ist, subhanallah, stolz zu sein, ein Muslim zu sein. Es ist weiter passiert gegen Rasul, seine Mutter ist gestorben, da war er 6 Jahre alt, sallallahu alaihi wasallam. Und dann wurde er bei seinem Großvater, wie heißt der Großvater? Abdul Muttalib, mashallah. 2 Jahre später ist Abdul Muttalib gestorben, dann wurde er abgegeben, bei wem? Bei Abu Talib, ja. Jetzt Abu Talib hat ihn wirklich geliebt. Subhanallah. Wie kann Muhammad s.a.w. sehen, mit ihm zusammen sein und ihn nicht lieben? Das geht gar nicht. Subhanallah. Und was passiert? Mit 12 Jahren fleht Muhammad s.a.w. Abu Talib, dass er ihn bitte mitnehmen sollte auf die Reise. Auf dem Weg nimmt er ihn zu Scham. Und ihr kennt diese Geschichte mit dem Priester. Der sieht eine Wolke, begleitet diese Karawane. Und dort lebte ein Priester. Er hatte gesehen immer, weder hatte er sie angesprochen, noch hatte sie eingeladen zum Essen, irgendwas, nichts. Subhanallah. Plötzlich hatte Essen für sie vorbereitet, sagt, kommt, kommt, kommt hier. Und alle bitte, alle, keiner soll als Sklave, ein kleines Kind, keiner soll draußen bleiben. Alle sind eingeladen bei mir. Sie kommen alle rein, aber er sieht, dass die Wolke weiter bleibt. Sagte, ich habe euch gesagt, ihr sollt alle hier reinholen. Sagte, wir sind alle hier drin. Sagte, das kann nicht sein. Ach so, da ist ein kleiner Junge, der ist 12 Jahre alt, ist draußen. Ich gesagt, kommt ihn, holt ihn hier rein. Der holt ihn rein und sieht die Anzeichen, dass er ein Prophet sein wird. Sallallahu alaihi wasallam. Erstmal, weil er da an diesem Baum gesessen hat. Das zweite, diese Wolke. Und dann hat er gefragt, wer ist sein Vater? Sagte natürlich Abu Talib, ich bin sein Vater. Sagt er, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Sein Vater durfte nicht mehr leben. Sagte, du hast recht, sein Vater ist gestorben. Und so war das, dass er sie am Ende gewarnt hat und sie gesagt, erzählt das den Juden nicht. Denn wenn sie wissen, dass er gekommen ist, werden sie ihn töten. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Was war der Beruf des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaufmann, nein, 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 nein. Ein Beruf, den alle Propheten gemacht haben. Hirte war der. Warum? 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 Was ist das für ein Beruf? Warum sollen die Propheten alle diesen gleichen Beruf haben? Warum? Was steckt denn dahinter für eine Weisheit? Komm, Schachel. Wenn der die Herde anführt, dann hat er auch die Menschen zu kontrollieren. Aha. Und er lernt auch, sich um alle zu kümmern. Das ist es. Das ist sozusagen ein Training.
ein Anfangstraining, inshallah. Und dieser Hadith ist überliefert von Abi Huraira. Er fragte den Propheten Muhammad sallallahu nach seinem Beruf, sagte, ich war Hirte, und dieser Beruf hatten alle Propheten. Und dieser Hadith ist bei Bukhari. So, Rasul sallam wird 25 Jahre alt, und subhanallah, war schon bekannt unter den Qurayshiyin As-Sadiq al-Amin. Allahu Akbar. Wenn ich diese Sache höre, heute, wie heißt du in deiner Gegend, wo du wohnst? Wie heißt du unter deinen Verwandten? Wie heißt du in der Schule? Bist du der Wahrhaftige? Der Glaubwürdige? Oder der Amokläufer? Oder der Schlägertyp? Ja, wie heißt du? Hast du dir einen Namen gemacht, damit du Yawm al-Qiyamah kommst und sagst, oh Allah, ich wurde so und so genannt? Rasul sallam, bevor er Prophet wurde, hieß er As-Sadiq al-Amin, der Wahrhaftige. Er hat die Wahrheit gesprochen und er war vertrauenswürdig, weil das gebührt sich nicht von Al-Akhlaq, dass jemand dir was anvertraut, dass jemand dir was leiht und du handelst untreu. Gibt es das nicht, heißt nichts davon. Heute gibt es Muslime, der kommt, der leiht sich Geld. Assalamu alaikum. Was mit deiner 300 Euro für Bruder? Und er kauft sich ein neues Auto und er heiratet ganz groß und er macht und tut und die Alufelgen, aber er hat die 300 Euro nicht zu bezahlen. Rasul sallam hatte bessere Eigenschaften. Die sollten wir nachahmen. As-Sadiq al-Amin sallallahu alaihi wasallam. Und dann diese Eigenschaft sah eine Frau namens Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha wa ardaha. Die beste Frau. Und er hat für sie gearbeitet. Und sie sah auf einmal, wie viel Segen in ihre Arbeit kommt. Er geht, macht eine Handelsreise, kommt zurück, so viel Segen. Das Geld stimmt. Alles stimmt. Nicht wie die anderen, die vorher gearbeitet haben. Da fehlte was und da fehlte was. Ha? Sah ihn und hat ihn geheiratet. Mit 25 Jahren. Heute, die Muslime, sie war vorher verheiratet. Der Vater sagt zu ihr, Sohn, eine verheiratete Frau kommt bei mir nichts ins Haus. Warum? Fehlt ihr ein Bein? Fehlt ihr ein Auge? Ittaqullah! Wallahi al-Azim! Wir Muslimen, der Muslime heute sagen, fürchtet Allah! Diese Schwester, die, Wallahi, ich kenne Probleme am Telefon. Verheiratet. Der Bruder kommt, mashallah, er praktiziert. Es gibt eine Frau, die ist auch praktizierend. Die war aber verheiratet. Auf gar keinen Fall, nur über meine Leiche. Ich bin Marokkaner, sie ist Türkin. Türkin kommt nicht ins Haus! Die Türkin kommt, subhanallah, letzte Woche habe ich einen Satz gehört, dem ist mir unter die Haut gegangen. Ich habe echt Schmerzen in den Armen bekommen. Eine Türkin will einen Marokkaner heiraten. Ihr Vater hat gesagt, willst du jemanden heiraten, der der Religion der Araber folgt? Wo kommt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam? Aus Kasachstan? Ich frage euch. Hat nicht Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, wir offenbarten den Koran in arabischer Sprache? Rasul sallallahu alaihi ist 25 Jahre alt, heiratet eine Frau, die ist 40 Jahre alt. Heute, er ist 70 und will eine 20-Jährige. Wallahi, ist es mir passiert, ein Bruder ist gekommen, 76 Jahre alt, sucht eine Frau. Wir haben gesagt, es gibt eine Schwester, die ist 50 Jahre alt, war mal verheiratet. So, sie gesagt, willst du mir eine Oma? Wallahi, hat er mir das gesagt. Habe gesagt, Bruder, such selber. Subhanallah. Ja, was willst du machen?